That other car drove up to the motel just before us. Maybe they need help too. Ach, zwei? Ach so. Das ist ja... Warum hat das gerade so komisch aufgeblinkt? Das war die Kakerlake. Gucken wir noch irgendwo was? Nicht wirklich. Dann gehen wir mal weiter. Oh mein Gott. Apocalypse Now! Der Mist. Zu Deutsch, der Mist. Okay. Die Tür ist nicht richtig zu. Welcome back, honey. You've been asleep for hours. You got knocked out by something. Ja, es soll vielleicht weniger rauchen, dann ist nicht so. There's something wrong with this place. This old TV is making noise, but it's not even plugged in. Can you believe it? Believe it? Oh mein Gott. Oh, for crying out loud. If that TV wasn't making so much noise, I might be able to think of a way to help Hank. Pokerface und die Paparazzi. Ich glaube, ich muss dann vor, wir haben alle einen ganz schön anderen Tag hinter uns. Auch die alte Dame scheint diesen Ort zu unbeunruhigen. Ich meine, dunkle Nebelschwaden und ein Fernseher, der auch ohne Strom läuft. Selbst mir ist schon etwas mulmig. Ja, scheinbar sind wir ein Fan davon, auch Fotos von alten Spülbecken zu machen. Irgendwie ist mir die Frau unheimlich. Mach dir mal ein bisschen weg, ey. Ich muss mal den Fernseher an. Einer der Knöpfe fehlt. Wie kommt es das Ding noch an? Der Stecker hängt da. Stecken wir ihn mal rein. Das geht scheinbar nicht. Die Antenne empfängt nichts mehr. Ich bräuchte irgendwelche Metallstäbe, um sie wieder funktionsfähig zu machen. Du, deine Antenne ist abgebrochen. Oder so. Nehmen wir den Tauchsieder. Tauchsieder. Oder auch nicht. Ich finde den Plüschhasen noch ein wenig irritierend. What a day. I even dropped the key to the trunk of my car down the drain. Du-dum. Wie freut sich der Vermöder grinst, als ob sie etwas weiß. Als ob sie mehr weiß als wir. Könnte ich den Schlüssel bestimmt da rausholen. Verdammt dunkel, ihr könnt überhaupt nichts erkennen. Ja, das kommt vor, wenn man mal in einen Airfluss reinguckt. Kein Wasser, das überrascht mich nicht. Ich dabei. So, was haben wir denn? Ach, guck mal in der Schau. Dunkler Nebel. Krähen. Irgendwas muss den Krähen Angst eingejagt haben. Das war bestimmt deine Mutter. Nehmen wir mal den Knopf mit. Den Fernsehknopf. Warum liegt der auf dem Fensterbrett? Ich verstehe es nicht. Die Fensterbank ist ziemlich breit. Hier könnte ich etwas zubereiten. Breit. Eine Steckdose, das hast du gut erkannt. Ich sollte das Malz in den Becher gießen. Vielleicht ist es gar kein Plüschhase. Vielleicht ist es ein Flachmann mit einem Plüschhasenkostüm. Nein, scheinbar nicht. Okay. Ich gebe Wasser raus. Das wird mir ein bisschen zu unheimlich. Cash. Cash Money Money. Nicht da. Nee, ich will da nicht rein. Weil du frisst mich noch oder so. Was haben wir hier? Are you okay? I was worried about you. That poor guy with the hurt leg is better.
but I still think he needs medical treatment. Ja, ich glaube, dafür brauchst du auch nicht stehen, um das zu erkennen. Sorry, but you can't come in. The baby's asleep. Gut. Warum nicht? Hanky Tank. Erstmal ein Foto machen. Ich fühle mich echt wie so ein... Dem Busfahrer geht es nicht besonders gut. Er ist kaum noch bei Bewusstsein und er braucht jetzt... braucht ganz dringend ein Medikament. Aber wir stecken ihn mitten in der Einöde fest. Wo soll ich denn hier Medikamente auftreiben? Bitch. Gucken wir mal. Okay. More cash, more money. More money, more cash. Guck mal hier. Ja, klar, man braucht immer eine Mausefalle. Zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Was haben wir hier? Alter Lampenschirm. Ein vernageltes Brett. Das Brett ist schon halb verrottet. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich es bestimmt entfernen. Aber wenn es schon halb verrottet ist, das kann ich da nicht mit der... Ich verstehe es nicht. Was haben wir hier? Respekt. Das zu erkennen, ohne das Ding aufzumachen, das ist schon keine Meisterleistung. Hanky Tanky. Er scheint wohl gerade einen feuchten Traum zu haben. Ich muss einen Weg finden, ihm zu helfen, sonst besteht dieses Amt am Ende nicht. Was haben wir hier? USA! USA! Können wir irgendwas machen? Iowa. Wow, das beste Hotel im Mittleren Westen. Aber hier fehlen einige Reizhaftzwecken. Haben wir hier was? Da waren wir schon. Zurück! So, was haben wir hier? Ja. Das vernagelte, verrostete Brett. Oder vermoderte Brett, oder wie auch immer. So, was haben wir hier Schönes? Logisch. Ja. Erstmal knüppeln wir den Knopf hier wieder dran. Ja. Ja, das ist in den besten Familien. Da wir jetzt aber diese wunderschönen Schraubenschlüssel, Rohrzange, Schrägstrich, was auch immer haben, gucken wir mal, dass wir das alte Ding erstmal hier rumbekommen. Das sieht so verrostet aus. Ich glaube, das hätte ich nicht mit der Nagelfalle durchgekriegt. Okay. Kofferraumschlüssel. Schauen wir mal. Und der passt. Was haben wir hier? Nähzeug. Stricknadeln. Ich hoffe, die sind aus... Was sind die Türen? Trankset. Mein Gott, sie ist eine Hexe. Verbrenn sie. Brecheisen. 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 Wir haben hier so ein schönes vermodertes Brett. Das fällt bestimmt aus, wenn wir uns mit dem Brecheisen einfach nur angucken. Yeah. Frieden. Kleines Friedenpfeifchen für zwischendurch. Das Baby schläft schon. Kann die Alte mal ein bisschen chillen. Oh, for crying out loud. If that TV wasn't making so much noise, I might be able to think of a way to help Hank. Wir gucken uns den Fernseher mal an. Wir haben jetzt diese Stricknadeln. Ich wäre echt, wenn begeistert. Tatsache. Okay, schauen wir mal. So. Okay. Das ist interessant, aber was bitteschön bringt es, wenn man... Oh, ey, ich verstehe es nicht. Man wird mal richtig groß. Hier haben wir nichts, was haben wir? Oh, die bewegen sich. Was passiert nichts? Ah? Okay. Ha!
mein Gott. Ein Polizeiauto aus den späten 50ern. Bin ich in dem Polizeiauto? Das ist doch gar nicht möglich. Ich bin in dem Fernseher. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, ob das Licht angeht, wenn ich das Radio richtig einstelle? Okay, ganz bestimmt. Schauen wir mal, Knöpfe drücke. Ich glaube, so geht es nicht. Nein. Ah. An alle Einheiten, verlass Unfallstelle auf Route 90 Richtung Maisfeld. Wir haben einen verlassenen Wagen vorgefunden wie letzten Monat. Wir sehen uns das mal an. Gut, damit haben wir den Polizeifunk. Und es werde Licht. Cool. So, ein weiteres Foto. Sehr, sehr seltsam. Nachdem ein kleines Mädchen verschwand, begannen noch andere Leute nach und nach aus dem Hotel zu verschwinden. Der Fall wurde nie gelöst. Und dann schauen wir doch mal, was braucht man alles Schönes. Hier haben wir die Zeitung. In diesem Artikel steht, dass seit 1959 immer wieder Leute verschwinden. Hier geht es also schon seit Jahren nicht mit rechten Dingen zu. Vermisste Personen. Die sehen irgendwie witzig aus. Ja, das sind bestimmt die Entwickler. Sonst hätten sie dafür keine besseren Schauspieler finden können. Seltsame Vermisstenfälle begannen vor 6 Jahren. Und das Mädchen kommt uns auf jeden Fall bekannt vor. So. Schauen wir mal, was haben wir hier? Eine Karte der Gegend. Aber mehr als die Straße, die wir nehmen sollten, verriet die mir auch nicht. Gut. Meine was für ein seltsames Schloss. Müssen etwa Patronen rein? Ja, sieht ja aus wie die Trommel eines Revolvers. Schauen wir mal, haben wir hier noch eine? Unter der Mütze liegt noch eine. Was ist denn das? Wo ist denn das andere Tonband? Wie wäre es mit dem hier? Seit dem letzten Herbst der Erntezeit werden 5 Personen vermisst. Die Story ist immer eine und dieselbe. Ein verlassenes Auto, keine Beweise und keine Spur. Und in den Wagen finden wir nur die Fingerabdrücke der Opfer. Mysteriös. Das Blaulicht fehlt. Aber wo ist das Blaulicht? Was haben wir hier? Da sind Beweisstücke drin. Ich sollte den Umschlag nicht einfach so aufreißen. Ein Abzeichen. Ja, das kommt mir doch bekannt vor von dem Ticketautomaten im Bus. Jetzt haben wir hier noch eine Patrone. Okay, eine fehlt noch. Dann haben wir hier eine Taschenlampe. Ja, da haben wir das Blaulicht. Okay, das ist ein seltsames Geräusch. Und die letzte Patrone. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mit den Sachen könnte ich Fingerabdrücke analysieren. Dann machen wir das doch mal. Aber das aufreißen. Was haben wir hier? Schere. Skalpell. Schwester, Tupfer bitte. Fingerabdrücke. Warum nicht? Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hm, ein Minispiel. Diese Teilabdrücke wurden auf den verschiedenen Gegenständen der vermissten Personen gefunden. Vielleicht kann ich sie ja zusammensetzen. Ich muss mir zunächst die einzelnen Teilabdrücke ansehen. Das tue ich doch oder nicht? Ach, gucke mal in der Show. David Foster. So. Passt das? Nicht wirklich. Der sieht nicht danach aus. Nicht wirklich. Der hier. Okay, gut. Der kommt da unten hin. Ja, ich würde sagen, wollen wir hier gucken. Hier ist eine kleine Rundung. Nehmen wir einfach den hier. Okay. Jetzt haben wir hier unten so eine Kante drin. Das könnte... Bingo!
Das war ja einfach. Andrea Zabriskie. Schauen wir mal. Das könnte durchaus passen. Nehmen wir den hier. Ich glaube, das passt nicht. Das könnte passen. Dann müssen wir den bei den hinteren wegnehmen. Okay, dann haben wir das. Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und der hier. Bingo! Ich hätte Detektiv werden sollen. Oder wenigstens Polizist. Charles Twin. Was sieht hier markant aus. Passt, gut. Dann haben wir Ditte hier. Das überlappt. Aber von dem Wirbel her passt es doch. Ja, versuchen wir es mal. Den Raketenkopf oben drauf. Bingo. Ja, läuft. So, Sarah Wilson. Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Nehmen wir mal hier den Hut. Dann haben wir das. Das sieht sogar aus, dass es passt. Kamel, das in Frage. Bingo. Und das, was übrig bleibt, ist nicht Robert Wine, Herman Finn, Ella Henderson. Der nicht identifizierte Abdruck ist zu klein für einen Erwachsenen. Das bedeutet... Es ist der Abdruck des vermissten Mädchens. Aber ist es möglich, dass sie noch hier ist? Oh, die Wiesenkarte. Das Mädchen habe ich doch schon gesehen. Straßenschild... Straßenschild. Dann können wir vielleicht in den Wagen losfahren. Hier ist ja irgendwie. Ich glaube, ich hab's. Alle Beweise deuten auf das Motel hin. Motel. Bäh. So. Ah, dann haben wir den Bestimmungsort. Dann hätte ich gesagt, das Straßenschild. Wird dann wohl das sein. Tatsache. Das war ein merkwürdiges Straßenschild. Okay. Ich habe ein Paparazzi-Foto gemacht. Es ist schon wieder passiert. Vision und Erinnerungen. Aber nicht meine Erinnerung. Dieses Mal war ich Polizist und ich versuchte, verzweifelt... Dieses Mal war ich ein Polizist und ich versuchte verzweifelt, die vielen vermissten Fälle aufzuklären. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile ein bisschen darauf versteift, die ganzen Rechtschreibfehler zu finden, dass ich jetzt auf einmal doch ein bisschen mehr sehe, als ich will. Schauen wir mal, wir sind hier in dem Raum, da gibt es noch einen Hinweis. Was für ein komisches Zeichen. Ob das irgendein Hinweis sein soll?